Hallo, zurück bei Salon Dark. Und los geht's, ab zu Jeremiah. Wir haben da etwas. Warte mal, vorher könnten wir... Ach, ich lasse ihn liegen. Vergammelt der schneller, wenn der liegt? Ja, ich glaube. Ich packe ihn lieber weg. Obwohl, hier passt gar nichts mehr rein. Kramkiste! So. Dann hoffen wir mal, dass die Wölfe uns noch gut gesonnen sind und gerade nicht da sind, wo wir... Oh! Schönes Wetter! So, nachdem wir jetzt hier unendlich Munition haben, können wir auch um uns schießen wie die Blöden. Merkwürdig. Wahrscheinlich spawnen die gerade hinter mir direkt. Nee. Oh Gott, ich hoffe, der Wetter wird besser. Ich bin gerade einfach so losgestolpert hier. Aber wir wollen auch keine Zeit verlieren. Obwohl wir uns wahrscheinlich sehr viel Zeit lassen können. Ich habe nicht die Vermutung, dass die nächste Episode noch in diesem Jahr rauskommen wird. Also ich hätte nichts dagegen, wenn die im Dezember sagen, hey, ist Weihnachten, hier guckt mal oder so. Aber ich rechne nicht damit. Das tue ich nicht. Obwohl ich jetzt ein bisschen scharf drauf bin, auch den Sandbox zu spielen, wegen diesen Türmchen da, diesen Steintürmchen, die halt für die Leute sind, die das Spiel unterstützt haben. I'm gonna need to eat soon. Okay, scheiße, ich wollte noch was essen. Naja, egal. Egal. Das sind ja unendlich, das sind 165 Stück oder so, ne? Wo der schon gesagt, dass es Sachen gibt, die sind einfacher als diese Steintürme zu finden, weil die auch so schön versteckt sind. Aber ich finde das schon irgendwie ein bisschen cool. Erinnert mich auch ein bisschen an Breath of the Wild, wo man ja Crocs sammelt oder sammeln kann. 900 Stück an der Zahl. Aber ich glaube, die sammeln sich auch manchmal so, wenn man auf dem Weg ist irgendwo hin. Dann hat man manchmal so 5 Crocs einfach mal so aufgesammelt. Ich glaube, so einfach wird es dann mit den Steinhaufen nicht. Das ging gut. Das Wetter hat sich auch beruhigt. Schön. Schön, schön, schön. Läuft zurzeit gut, ne? Frag mich, was da los ist mit der Wolfspopulation. Also wir haben einen gesehen, als wir auf den Eingang vom Turm gesucht haben. Da haben wir ja tatsächlich einen gesehen, unten an den Schienen. Aber das war's dann auch schon wieder. Komm, hier können wir ein bisschen ran. Okay, 3, 2 Balken. Aha. Oh, irgendwie ein bisschen Hunger hätte ich auch. Hunger, Hunger, Hunger. So. Wunderbar. Aber wenn man den... Braucht man immer zum Reparieren des Bärenfellmantels... Ach so, das sollten wir gleich mal machen. Immer ein Bärenfell? Oder braucht man da mehr dazu? Ich
glaube, mir war es so, dass ich immer gemeint habe, der ist zwar irgendwie cool, aber der ist halt unglaublich schwer, weil ne, die Reparatur so viel kostet. Es ist halt schwer, einen Bär zu töten. Immer noch. Jetzt sind wir schon... Wir haben gerade das Geräusch, als ob wir in der Höhle sind. Warum sagt er das hier eigentlich? Ich komme hier nicht mal rein. Ich komme hier nicht rein. Ist das die falsche Höhle? Warum sagt mir das immer hier? Entweder geht's da einfach nicht lang oder es geht dort lang dann irgendwann mal. Oder da ist irgendwas. Oh, hä? Da ist doch, das ist doch die Höhle, wo wir... Wo soll denn hier bitte sonst dieses Versteck sein? Wo? Das ist aber sowas von... Vielleicht hier unten noch, aber... Kommt da der Bär raus aus der Höhle? Oder wie soll ich das verstehen? Kann ich mir irgendwie vorstellen, dass man halt da nicht rein soll, weil da der Bär kommt? Aber ist auch irgendwie Schwachsinn, oder? Da ist Max Last Stand dahinter. Vielleicht noch einen hinter? Oh, Will hat Hunger. Ich guck gleich mal. Vielleicht noch eins dahinter, aber... Ich dachte wirklich, dass es die Höhle ist. Vielleicht hier oben drauf? Eher nicht, oder? Eher nicht. Oh Gott, komme ich jetzt hier durch, ohne aufgespießt zu werden? Ja. So, da waren wir. Kann es ja nur noch hier hinten irgendwo sein. Weil da, wo die Krähen sind, ist Max Last Stand und dann... Gehe mir die Möglichkeiten hier aus, tatsächlich. Ich glaube, wenn da mal so wie so ein kleiner Kreis oder irgendwas, dann soll das bedeuten, dass das erhöht ist oder irgendwo drinne ist oder... Das ist irgendwie leicht merkwürdig. Und hier hat man schon das Geräusch, als ob man in einer Höhle drin steht. Ist hier irgendwas buggy? Leicht? Oh Gott. Der ist aber, also der... Oh Gott, das haben wir... Der ist aber, also... Meine Herren, Respekt. Der ist wirklich gut. Okay, also ihr müsst nicht... Aber trotzdem, jetzt mal so, einfach mal trotzdem. Warum sagt Will immer da so seltsame Sachen? Komisch. Der war gut versteckt. Meine Herren. Wusste nicht. Bleibe ruhig. So. Dann werden wir gerade erstmal dann noch die 5 Kilo Laste los. Muss ich das hier reinpacken oder einfach geben? Ich geb's ihm mal drinne. Nicht, dass er da verschwindet, der Mantel. Vorher esse ich aber mal. Nicht, dass wir uns jetzt hier die ganze Zeit die Ohren verjault. Okay, sehr gut. Essen. Ich müsste mal den Tee machen. Hätte ich auch mal rauspacken können. Nee, pack mal diese blöde Waffe weg, Will. Die ist kontraproduktiv. Hi! Obwohl man ein bisschen bedrückt dich etwas. Ja, das ist... Überlebenswerkzeug.
Das hat man bestimmt schon mal alles. 80 Stöcke. Oh ja, das könnte man ihm geben. Ich glaube, das mache ich sogar. Er mag Stoff. So. Plus 16. Lohnt sich ja irgendwie gar nicht, ne? 10. Nee, komm, dann gönne ich lieber Will das. Die 10 Punkte krieg ich auch anders ran. Okay, 86. Aber ich glaube, da zählt uns nichts Neues, ne? Bei 16, 86. Jeremiah, 86. Nee, das nächste ist 125. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, ne? Story. I've got your coat. Good as new. Ich habe den Mantel. Er ist jetzt so gut wie neu. Er ist gut genug. Es reicht. Also es ist gut. Es reicht. Gut. Das war's. Okay, wow. Beste Unterhaltung. Survival. Lichter, mehr. Dafür habe ich jetzt keine Zeit, so wie immer. Dir bleibt aber nichts. Warte mal. Und, warte mal, okay, was war, ich weiß immer nicht, ne, Moment, mehr. Wölfe, Ausweg, mehr, Telefon, Telefon? Ach, das mit dem Klingeln, das war auch ein bisschen gruselig. Das war cool, das war richtig cool. So, das hat man aber schon, ich kann mich nur nicht mehr dran erinnern. Oh, nein, verdammt, oh Gott, was? Nochmal, Story, Survival Lessons. Lass uns über die Überlebensfähigkeit sprechen. Angeln haben wir, Kleidung haben wir. Komm, wir machen Jagen, dann haben wir die drei hier. Was kannst du mir über das Jagen beibringen? Der Trick ist, dann Ziel ins Visier zu nehmen, ihm so nah wie möglich zu kommen, zu schießen und nicht zu verfehlen. Das ist alles. So ziemlich. Nur ein paar Jahre Übung und du wirst den Bogen raus haben? Ich habe aber keine paar Jahre. Ein paar Hügel von hier gibt es eine Lichtung. Ich werde sie auf der Karte markieren. Im Winter findet man dort eigentlich immer eine Herde Rehe. Ich glaube, ich weiß, welche Lichtung er meint. Erschieße eins davon und bring mir das Fleisch. Dann wissen wir beide, dass du dich in der Wildnis ernähren kannst. Überredet. Vergiss nicht, wenn du eins triffst, aber nicht tötest, musst du ihm folgen, bis es umfällt. Halte nach Blut im Schnee Ausschau und folge seiner Fährte. Irgendwann fällt es um und dann bekommen wir das zu beißen. Und dann bekommen wir was zu beißen. Viel Glück. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ja. Ja, ich werde es versuchen. Dann viel Glück. Komm zurück, wenn du eines in der Tasche hast. Muss ich das da auf der Lichtung nehmen? Gucken wir mal, was da steht in unserem Journal. Lerne, wie man ein Reh findet, aufspielt, erschießt und aus. Und suche die Jagdgründe, die Jeremiah erwähnt hat. Okay, wir müssen die nur suchen. Lege das zerlegte Rehfleisch in den Behälter bei 10 Kilo. Oh. So, jetzt haben wir aber wenigstens hier ein bisschen weniger. Ich trinke mal und mache mir aber gleich Neues. Oh. 10 Kilo, boah. Das ist aber... Meine Güte. Oh, wartet mal, wenn wir hier schon mal stehen. Wir machen uns mal kurz Wasser. Und machen uns mal den Tee. Der verbröselt mir sonst, glaube ich. Oder? Eigentlich nicht, ne? So schnell soll es nun auch nicht gehen. 10 Kilo. Immer mal gleich noch ein Liter. Ist ein bisschen wenig hier. So. Ich wollte jetzt eigentlich im November Vampyr spielen. Oder Vampire. Oder wie auch immer man dieses Spiel von .NET ausspricht. Aber das haben sie verschoben auf 2018. Hey! Ich glaube, ich habe ganz netten Ersatz gefunden. Den muss ich nur leider zum Laufen bringen. Das ist das Problem. Was essen wir denn jetzt? Essen wir überhaupt was? Ich gucke mir erstmal an, was hier Jeremiah überlebst. Da hinten. Da hinten? Muss ich da hin? Oh Gott, Nina. Achso, guck mal, den könnten wir jetzt noch mitnehmen hier. Och, wirklich? Da hinten? Könnten wir einmal eine
quer so. Boop. Das stimmt schon. Reicht es, wenn ich da einfach hingehe? Oder muss ich da auch wirklich ein Reh töten? Ich würde nämlich jetzt mal ganz kurz, mich interessiert das hier, die Kiste holen. Wir gehen mal kurz zurück und gehen mal hier zu den Dingern, ne? Vielleicht ist da noch was, was wir hier brauchen können. Man weiß ja nie, wie sieht das heute aus? Bitte sehr gut, Wetter. Bitte, 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 bitte. Bitte. Und stürz nicht. Oh, ist okay. Kann ich mitnehmen. Ich kann nicht damit leben, hier falsch lang zu laufen. So. Dann. Schauen wir mal, ob wir was Schönes finden im Versteck. Ist halt komisch, dass da auch immer noch die Ausrufezeichen für diese Schüsse am See sind. Obwohl das ja eigentlich... Sind wir da fertig? Ja, eigentlich schon, oder? Gotta eat soon. Ach komm, Will, ess mal das mal weg hier. Dann habe ich mal kurz Ruhe vor deinem Essensgefasel. Jeremiah einfach 10 Stöcker. Hat den gleichen Wert wie Schweinefleisch mit Bohnen. Und wir können dafür die Bohnen und das Schweinefleisch essen. Dieser Steinreihe hier. Als ob wir uns irgendwo hingelockt werden. Hier lang. Ich hoffe, da trudelt nicht ein Wolf lang. Zum Eingang beim trostlosen Marschland. Irgendwie habe ich immer das Bedürfnis, die mitzunehmen, aber die bringt uns halt nicht wirklich viel, weil es einfach nur Zunder. Wirklich nur im Kopf drum. Tatsächlich bei den Wolfsangriffen wegen den Klamotten. Ansonsten sehe ich die Sache sehr locker. Aber für die Klamotten wäre es schon ungeil. Gucken wir mal. Weil hier hinten hat man schon mal einen. Ne? Der hat uns sogar irgendwie ganz doll überrascht. Mir war da so. So, jetzt guck mal hier nochmal, jetzt wo das Versteck ist. Ich glaube, ich kann es mir denken. Das ist da oben. Ich hätte es tatsächlich gesagt, dass es da ist. Irgendwo rechts neben den... Neben den Waggons, okay. Wie gut, dass ich Adleraugen habe durch meine Brille. There you are. Wow. Jetzt am besten noch so eine Hagebutte wieder. Okay, war okay für die Pfirsiche und... Ja, ist okay. Muss auch sagen, ich spiele zur Zeit wieder viel Nintendo DS. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie... Manchmal habe ich so Phasen, da spiele ich unglaublich gerne... mit meinem Nintendo halt, mit meinem Gameboy, der schon, der eigentlich gar kein Gameboy mehr ist. Da ich manchmal so eine Phase und ich brauche da tatsächlich, da brauche ich jetzt, da brauche ich immer eine Brille. Sonst kriege ich da die Obermacke, weil es ist halt auch der 3D und der 3D-Effekt ist schon ganz witzig. Ab und an mache ich den mal so für 2-3 Minuten an, aber dann geht der einen schon wieder auf den Sack, weil es wirklich anstrengend ist.
Aber sonst so, das ist so, also klein gefriebelt. Ich würde mal gerne wissen, ob die Grafik bei diesen neueren DS-Dingern, was heißt besser, es ist halt immer noch interessante Pixelgrafik, aber ich mag sie halt. Würde ich mal gerne wissen, ob die besser ist. Ich habe ja noch wirklich einen sehr, sehr alten. Da habe ich mir... Oh Gott, der ist auch, glaube ich, schon 4 Jahre alt. 5 Jahre alt? Der ist schon einen Moment länger alt. Der müsste so alt sein wie Animal Crossing. Animal Crossing ist ein Stück älter. Da kommt ja auch was Neues bei Animal Crossing. Leider irgendwie nur für Mobile Devices. Da ich mir aber für einen Urlaub das Tablet von meinem Papi geklaut habe und ihm erstmal nicht zurückgeben werde, denke ich mal, werde ich das Animal Crossing Pocket Camp heißt das. Ne? Also wer mich kennt, weiß, dass ich ein bisschen... Ich bin halt auch so ein Nintendo-Kind noch und ich mag unglaublich Nintendo-Spiele. Gerade Animal Crossing und habe ich mich wirklich gefreut. Ich bin mal gespannt, wie das so wird. Ist, glaube ich, der 3. oder 4. Spieleableger von Nintendo für Handys oder halt Tablets. So, was wollte ich hier? Ich wollte eigentlich weiterlaufen, ne? Warte mal. Nee, schon okay. Wir laufen gleich weiter, mal nach hinten. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass Nintendo sogar für Handys was rausgebracht hat. Ist mit Transaktion. Also, dass man mit Echtgeld sich Sachen kaufen kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist Nintendo. Nintendo haut aus ihren Spielen immer noch mehr raus. Und wenn es nur mit diesen Amiibo-Figuren ist, es gibt ein Animal Crossing-Spiel, da kann man sich Sammelkarten kaufen. Und wenn man die einscannt mit so einem Scanner, dann kommt da sozusagen eine neue Figur mit ins Spiel. Und da kann man halt dann hat man halt diese Figur und die Figur bringt dann neue Sachen und so ein Kram. Das ist ja auch bei Breath of the Wild so, dann, wenn man sich den Epona-Amiibo kauft, hat man dann Epona im Spiel. Das ist Nintendo. Nintendo hat schon immer so ihr Geld gemacht, aber es ist ihnen irgendwie, man nimmt es irgendwie mit einem Brummeln hin, aber es ist halt irgendwie Nintendo so, dafür, dass die halt wirklich gute Spiele noch machen. Und man immer sich fühlt, als ob man noch ein Kind ist. Ich glaube, dafür zahlt man das gerne. Und die machen halt wirklich auch... Also es kommen wirklich gute Spiele raus. Also das kann man nicht meckern. Und von daher... Bin ich jetzt nicht die da jetzt rummeckert. Was ich schon so für Kleinkram... Für... den DS oder für andere Spiele ausgegeben habe. Mein Gott. Da mache ich mich da jetzt nicht nass oder rege mich da auf. So, eine Leiche liegt da jetzt ja immer noch, ne? Vielleicht muss ich alles aus ihm rausnehmen. Wir haben doch was in der Leiche gelassen, ne? Könnt ihr euch erinnern? Vielleicht liegt es daran? Oh, ich habe jetzt wirklich Hunger. Langsam. Ich bin vorhin schon wieder an diesem... Ich hatte doch schon mal von diesem komischen Broilerwagen, also diesem Hähnchengrillwagen erzählt, der immer hier vor einer Einkaufsmöglichkeit steht. Und das riecht so unglaublich lecker. Es ist wirklich scheiße, wenn man kein Hähnchen isst. Und etwas als so lecker empfindet vom Geruch her. Es ist eigentlich diese Kruste, ne? Diese Hautkruste. Das klingt voll eklig, wenn man sagt, man mag diese Hautkruste. Ich esse gerne Hühnerhaut. Nein, warum ist der denn tot? Scheiße! Ich wusste, dass der stirbt. Boah! Junge, hör! Da ist ein Pfeil drin, ne? Holy! Oh shit. Ja, oh shit. Das ist unsere Schuld, Will, übrigens. Ha, hat keiner gesehen, wir sind hier alleine. Oh mein Gott. Kaputter Pfeil. Kacke, ey. Oh. Ich nehme das mal kurz, ich habe Angst hier. Ach du Scheiße.
Ist das deswegen, weil wir ihn die Munition haben nicht? Oh nein. Oh. Sch Let's see if they left anything useful. Da liegt Toter und Will denkt natürlich nur an das, was natürlich sein muss. An das Nützliche. Aber wir lesen erstmal. Huch, das war gerade fürs Spiel zu schnell. Die blutgetränkten Waldflüsterer-Dokumente. Offiziell aus den Dokumente, die vor Blut triefen. Verschiedene Dokumente, einige mit einem deutlich erkennbaren Brayerhouse-Briefkopf an ihnen klebt so viel Blut, dass man sie nicht mehr liest. Nee, dass sie nicht mehr lesbar sind. Welche Informationen sie auch enthalten, sie sind nun vollkommen wertlos. Schade. Aber ich habe schon gesehen, da liegt noch eins. Könnte die Küstenstraße sein. Deswegen, nehmen wir doch mal die. Ich weiß zu schätzen, was du für mich getan hast, dass du mir aber meine Munition gestohlen hast, bedeutet wahrscheinlich mein Todesurteil draußen. Scheiße. Oh, Kacke. Ich habe noch einen weiten Weg vor mir. Keine Ahnung, wie weit ich es angesichts der hungrigen Wölfe und wütenden Menschen schaffen werde. Ich hoffe, du kannst dich noch im Spiegel ansehen. Nee, weil es geht nicht in so long dark. Vergiss nicht, wie es in den Wald hineinruft. Oh, Beef. Oh Gott, es tut mir leid. Oh Mann, aber hey, es ist hart hier. Außerdem hatte der einen Pfeil. Also. Scheiße. Hat man das tatsächlich nicht, wenn man denen die Munition überlässt? Ah, das ist ja cool. Oh Mann, sorry. Na, oh, es tut mir leid. Ja, oh, es tut mir leid. Trostloses Marschland. Ach, da müssen wir auch noch hin. Oh Gott. Ich werde nie fertig werden. Nie. Dritte Episode. Wer braucht die schon? Ach, Scheiße. Jetzt habe ich schlecht. Oh Gott. Kack. Na, so ein Kack. Das ist ein Besen. Mit dem können wir jetzt wegreiten. Ach. Besen sei es gewesen. Ach Mann. Tut ja mir ein bisschen leid. Naja, haben wir auch natürlich schon alles durchsucht. Was ist denn los, Will? Bist du müde? Hinterlässt er uns was, wenn wir ihm die Munition da lassen? Könnt ihr mir das vielleicht sagen? Weil ich kann das nicht mehr spielen. Schon, aber ich habe keine Lust nochmal von vorne zu spielen, ihr versteht? Jetzt ist das auch weg hier, ne? Nee, kann es sein, dass diese Leiche da noch bleibt, weil ich da was hab drin liegen lassen? Werde ich jetzt erschossen? Wie es in den Wald hineinruft, sagte der. Wenn jetzt einer vor mir steht, erschrecke ich mich. Hallo? Mit wem hattet ihr denn bitte Beef, dass der dich erschossen hat? Der hat jetzt eindeutig das Charaktermodell im Gesicht von Astrid. Nee, die Leiche ist weg. Die Leiche ist jetzt weg. Seltsam, seltsam, seltsam. Das war immer noch das Ausrufezeichen, habe ich dachte. Dann werde ich mal einfach schnell hier drinne. Sie ist immer noch da. Schüsse am See. Komisch. Merkwürdig. Dann müssen wir im nächsten Part ein Reh jagen gehen. Also erstmal müssen wir wieder auf die ganz andere Seite. Zu dem markierten Punkt. Och, es tut mir wirklich leid. Wie viel war das? Eine Patrone? Zwei Patronen? Damit wäre der Typ da auch nicht weit gekommen, oder? Ach, Mensch. Ach ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Immer noch schmachvoll, dass wir den Herrn hier im Stich gelassen haben. Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Bis dann. Tschüss.